Das Testurteil spiegelt meine Meinung wider. Objektivität gibt es bei mir nicht. Wer damit nicht klarkommt, sollte sofort das Movie schließen. Ja, guten Tag Leute und willkommen zum verspäteten Test des Spiels Jade Dynastie. Es lag einfach daran, dass es übelst warm draußen war. Und zweitens lag es auch daran, dass das Spiel übelst laggy ist und es hat wirklich permanent keinen Spaß gemacht. Ich musste immer mal wieder aufhören, da ich dachte, die Server werden sich nochmal einkriegen, aber das war doch nicht der Fall und deshalb habe ich auch nicht so lange gelevelt, beziehungsweise ich habe das Spiel auch nicht lange gespielt. Aber eins kann man schon mal positiv sagen, ist zum Beispiel jetzt beim Einlog-Screen, dass man da Musik hört. Ich bin mal kurz ein bisschen leiser. Ja, wahnsinnig schön, ja. Da denkt man, oh, das ist bestimmt ein geniales Spiel. Aber leider enttäuscht es mal, wirklich. Also wir haben hier extrem viele Realms. Also wir haben 15 Realms, die sich dennoch mal in Channel verteilen. Und wir machen uns jetzt erstmal einen neuen Charakter. Also hier haben wir einmal die Humans und einmal die Atan. Machen wir uns mal einen Mensch. Ja, ist schon mal schön. Ist gut animiert, also da kann man wirklich nichts sagen. Jedoch, hört jetzt schon auf. Create. Haarfrisur noch. Können wir auch random. Ja, ist gerade nicht viel, was man hier machen kann. Also wirklich der Standard. Wenn man einfach mal bla blub. Was benutzt jemand schon? Bla blub. Lol. Ja, und jetzt sind wir schon eine Klasse. Was ich leider nicht so verstehe. Denn ich hatte mir mal einen Aden gemacht, da war ich auf einmal Bogenschütze. Dann habe ich mir einen Balu gemacht. Dann war ich auf einmal ein Krieger. Also dass man sich da nicht direkt was auswählen kann, finde ich ein bisschen konfus. Oder ich habe einfach nicht durchgesehen, wie das Spiel überhaupt richtig funktioniert. Aber wir befinden uns jetzt hier in dieser Welt. Ja, ihr bekommt am Anfang schon wieder so ein Überraschungspaket, wo sage und schreibe 1000 Heiltränke drin sind. Da hat sich das irgendwie eingestellt, dass es doch wahrscheinlich wirklich nur ein Grinder sein wird. Es gibt hier gewisse Anfangsquests, die euch ja ein bisschen ins Spiel hineinbringen. Zum Beispiel, er hat jetzt hier Thanks. Können wir was aussuchen, was war eh nicht. Ja, mein Bag ist voll. Ist wieder Wahnsinn. So, ich würde es raus haben. Safety Look. Okay, ich kann jetzt irgendwie nichts jetzt draus löschen, aber ist eigentlich auch recht egal. So, da können wir auch nochmal eine Quest abgeben. Zack. Jetzt haben wir recht wenig Experience bekommen. Und ich bin der Meinung, dass dieses ganze Gequeste reine Zeitverschwendung ist. Denn ihr könnt extrem schneller leveln, wenn ihr einfach zu stärkeren Mobs geht. Diese mit euren Spezialattacken besiegt. Da bekommt ihr dann locker 20 oder 13%. Also ist am Anfang noch so. Da wo ich jetzt hingehe. Ja, und das ist jetzt unser unser Inventar. Beziehungsweise das, was wir equippen können. Ist recht viel auf alle Fälle. Also da kann man sich recht austoben mit der ganzen Ausrüstung. Dann gucken wir uns mal den Skill Tree an. Der ist auch recht interessant gestaltet. Da müssen wir uns erstmal durchfixen. Fuchsen, nicht fixen. Fixen tun Drogenabhängige. Und ja, ein Pet. Man kann wieder wahrscheinlich ein Pet haben. Hab ich noch keins. Denn ich habe das Spiel ja jetzt nicht so intensiv. Mein Rang. Oh, Achievements. Hier gibt's Achievements. Das kennen wir von World of Warcraft. Erreiche 150. Also hier ist wahrscheinlich Endlevel 150. Broadcast haben wir nicht. Action. Also hallo. Ja, man sollte doch erstmal nachgucken. Die Musik ist gar nicht mal so schlecht. Also der Sound vom ganzen Spiel. Jedoch, seht ihr ja hier das Interface, das ist recht groß und ich habe keine Option gefunden, wo ihr wirklich das kleiner stellen könnt.
Habe ich nicht gefunden. Und ja, ich wollte euch doch immer noch den Skilltree zeigen. Eieieiei. Ja, und wo laufe ich überhaupt lang? Na, ist ja auch erstmal egal. Ja, ich habe das Spiel eben nicht länger gezockt, weil das Spiel... Ah, hier haben wir. Ist unser Skilltree. Dort könnt ihr dann Punkte ja, investieren. Und wenn ihr dann eine gewisse Anzahl in die Fähigkeit reingesteckt habt, könnt ihr die nächste freischalten. Also es ist nicht, dass ihr irgendwie zu einem Trainer gehen müsst. Dann gibt es hier noch ein Affinity, wo ihr noch mehr reinstecken könnt. Also ich denke mal, mit den Skills, da kann man sich ganz gut individuell einrichten. Dann noch Soziales. Teleport-Skill. Dann Asa. Also hier könnt ihr recht viel, ihr könnt sogar noch Kombos zurecht machen, wo ihr dann wirklich nur einen Button drückt und dies dann gemacht wird. Ja, wo laufe ich denn überhaupt jetzt lang? Das ist recht interessant. Aber dieses Spiel leckt sowas von und deshalb habe ich das auch abgebrochen, diese Testphase. Oh, da ist doch was. Fury Eagle. Da gehen wir mal hin. Und dann werden wir mal... Ja, was ist mit ihr jetzt? So, Blasenbob-Attacke. Ja, jetzt habe ich... Werde ich gleich eine Fähigkeit. Oh. Ja, und so macht ihr das jetzt. Zum Beispiel, ich habe jetzt für die Quest abgeben... Habe ich 24 Experience bekommen und für einen Mob bekomme ich 30. Also... Also kann man sich mal so denken, dass wirklich das Spiel ja als Grinder enden wird auf alle Fälle. Die Effekte sind recht schön. Und es ist auch ein bisschen detailliert. Auf alle Fälle. Also der Charakter sieht gar nicht mal so schlecht aus. Auch die Gegner sind gut, aber das ist wirklich, dass da wieder tausende Monster auf ein Quadratmeter sind. Und da weiß man schon, dass man das hier wirklich mit einem Grinder zu tun hat. Wie es jetzt mit dem Cash-Item-Shop aussieht, ob dieses wirklich alles wieder nur auf Abzocke hinausgeht, das weiß ich leider nicht. Da gibt es aber einige Abonnenten oder Community-Mitglieder, die sich mit so einem Thema wirklich auskennen. Und die könnten ja wirklich mal einen Kommentar schreiben, ob das wirklich wieder so enden wird, dass man hier ohne Moos nichts los. Ja, was ja oft in so ein Free-to-Play-Games ist, ja, wenn du kein richtiges Geld investierst, kannst du später nichts mehr reißen. Und ja, wir moschen jetzt hier noch ein bisschen rum. Das ist, glaube ich, das Beste, als irgendwie Quest zu machen. Mit Level 15 könnt ihr euch nochmal entscheiden für eine Klasse. Das habe ich leider nicht ausgehalten bei diesem Spiel, weil das in diesem Gebiet, wo ich gekämpft habe, sowas von geleckt hat, aber das tageweise... Und das war nicht mehr schön. Aber das Spiel bekommt von mir eine 4. Sogar eine 4-. Denn es lässt sich hier... Ja, es ist wieder nur ein Grinder. Es ist ein schöner Grinder. Ja, die Grafik ist mal ein bisschen ansehnlich. Aber dass man gleich am Anfang hier diese 1000 Heilpots bekommt. Und dass diese Server doch an einigen Stellen wirklich sowas von laggen. Ja, und... Ja, das ist eben das Gesamtkonzept, das gefällt mir nicht. Es ist einfach nur wieder so ein Billard-Grinder mit schöner Grafik, mit schöner Musik. Die Effekte sind auch ganz nett, aber alles schon mal gesehen. Und es ist nichts Neues, das mit den Achievements. Ich denke mal, das haben die, ich weiß nicht, wie lange Jade Dynasty jetzt schon draußen ist, aber ich denke mal, das haben die sich bei Blizzard abgeschaut, mit diesen Erfolgen, was man erreichen kann. Und ja... Somit beende ich meinen Test. Erst ein bisschen knapp, erst ein bisschen kurz, aber weil eben das Spiel mir nicht sonderlich Spaß gemacht hat. Und ja, wir sehen uns gleich bei der Entscheidung des Buchstaben K. Und da gibt es echt kuriose Spiele. Also seid gespannt. Bis denne, euer Zuhaken.